der letzten Episode. So. I wonder if I can drop any of this gear. Sehr, sehr hell. Nichts zur Temperatur, echt. Ich habe jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass da irgendwas sagt, aber nö. Ich habe was über das Gewicht gesagt, das war mir wichtiger. Ah ja. Gut. So. Oh. 78%. Das nennt man dann nice. Sag mal, heb doch mal deine Füße, Junge. Du bist echt ein Idiot. Im Prinzip 5 Stunden Schlaf haben wir tatsächlich noch durch das Feuer. Also theoretisch könnten wir ausschlafen. Ja, dann machen wir das auch. Wir probieren das einfach. Jetzt haben wir Aurora, echt? Jetzt, wo die Sonne aufgeheizt, bringt das natürlich nichts mehr. Das Feuer ist auch aus, wir sind kalt, wir haben mehr Prozente verloren, als wir vorher hatten. Gut, alles klar. Vielleicht gehen wir mal darüber. Dann könnte man vielleicht jetzt, wo es ja neblig ist, angeln gehen. Hm? Der scheiß Penner! Kann doch nicht sein! So. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen beim Interloper, hat mir der Junge gesagt. Das ist die 100. Folge. Und wie man sieht, anscheinend wäre es auch fast da gar nicht dazu gekommen, oder was? Ja, da müssen wir ja mal gucken, was wir mit dem Jungen jetzt machen. Mir hat er nur gesagt, ich soll ihn wieder auf 100% bringen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Das dauert ja Tage. Und dann heißt das auch wieder, dass der Junge hier die Waffel bekommt. Das ist auch nicht so gut. Ja, ich habe in der letzten Folge über die Schulter geschaut und ich weiß nicht, was das war. Das war auf jeden Fall eines nicht, nämlich gut. Okay, dann werden wir jetzt, da wir nun auch wieder Skorbut-Risiko haben, auf dem See angeln gehen versuchen. Wenn da aber noch ein Wolf ist, dann werden wir auf keinen Fall angeln gehen. Dann werden wir nur gucken, dass wir uns am Seil kaputt matschen, damit wir schlafen können. Ich will nur gucken, ob der Junge den Travois dabei hat. Hat er, gut. Oder Stangenschleife ausgedrückt auf Neudeutsch. Ja, da hätte der Junge sich bald zu dem Jungen da vorne gelegt. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Feuerchen. Wir haben minus 8 Grad. Das ist gar nicht mal so wahnsinnig kalt. Und mehr Wölfe sehe ich mit meinem grauen Star auch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt das Eisloch, das man erst bekommt, wenn man mitten auf dem See steht. So, dann gehen wir wieder zurück. Es ist wirklich mild. So, wir können auch hier angeln. Ich nehme immer den Hammer. Der ist zwar schwerer als das Brecheisen, aber den können wir reparieren. So. Das Eisloch ist da. Der Bär auch. Dann brauchen wir jetzt ein Feuerchen. Ja, der Feuerstahl hält noch ein bisschen. Und wir haben ein bisschen Zunder dabei. Ich weiß nicht, was der Bär im Wald macht, aber das Feuer sollte dann doch ein bisschen schützen. Wie wird das schwer, wenn wir doch quasi ablegen? Okay. Also wir machen hier auf jeden Fall mal eine ganze Menge Feuer. Na, wobei, es ist ja schon abends. Ja, dann machen wir erstmal nur 3 Stunden. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert. Da haben wir einen Fisch. Den müssen wir kochen. Ja, das funktioniert gut. Entschuldigung. So. Ja, du brauchst ein bisschen Wasser.
Wir haben noch Zeit und Nebel. Leider ist es nur ein Fisch geworden. Iss, Junge, nicht reden, essen. Okay, wir könnten noch mal 3 Stunden. Ja, dann machen wir das. Jetzt sinkt die Temperatur wieder. Noch ein bisschen. Aber so langsam immer schneller. Okay, ich breche das jetzt ab. Und wir kochen den Fisch noch durch. Gehen dann ins Bett. Auch wenn das nicht sehr viel ist. Es ist windig, okay. Ich hoffe, das funktioniert. Es hat funktioniert. Den essen wir auch gleich. Wir kriegen Aurora. Das ist ungünstig. Also das ist in der Theorie günstig, weil wir dann nach Versteck suchen könnten. Aber nicht heute, Junge. Das musst du ein anderes Mal machen. Wir versuchen jetzt nur zu schlafen. Und rennen auch ein bisschen. Ich möchte nicht noch mehr Prozente verlieren. Oh, das müssen wir außenrum gehen. So, nimm dir schon mal Wasser mit. Drinnen ist es warm genug. Nanu, die sind fertig. Da gibt es eine neue Notiz. Das ist aber ein ziemlich schlimmes Geflicker. Für zukünftige Angriffe wäre es vielleicht sinnvoll, eine Art Nachverfolgungsprotokoll für diese entlegenen Arbeiter zu erstellen. Sie vertrauen uns nicht. Aber so ließe sich vielleicht eine Beziehung aufbauen. Ja, das funktioniert nicht. Derweil ist die Fackel ausgegangen. Aber wieso? Das verstehe ich nicht. Es ist doch gar nicht windig hier drin. Wir haben 0 Grad Windkühle. Und ich habe sie nicht ausgemacht. Das verstehe ich. Jetzt hätten wir noch ein Feuerchen machen können, um einen Tee zu kochen. Ja, wir müssten leider noch ein bisschen warten, Junge. Wir machen uns erstmal warm. So eine halbe Stunde oder eine, am besten gleich komplett. Und da vorne liegt nämlich noch Wolfsfleisch. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht doch welche nachgekommen sind. Ja, es ist immer noch kalt. Und ein bisschen was ist noch da. Wir nehmen das gerade mal mit rein. Also, im Sinne von auf diesen Platz rein. Ja, wir müssen dann irgendwo drinnen schlafen, weil hier draußen in diesem Vorbau, das ist zu kalt. Jetzt funktioniert es zwar noch mit 1 Grad, aber später nicht mehr. Das stimmt doch gar nicht. Wir gehen mal lieber ein Stückchen nach links. Nicht, dass du dann dich im Schlaf da hineinrollst. So, den Bogen brauchst du hier drinnen nicht. Ja, es flickert. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Ja, eigentlich reicht auch ein normaler Tee. Wir nehmen mal den normalen. Und der gilt ja nun, bis wir ins Bett gehen. Ich werde noch 1 Stunde warten. Nein, wir werden noch länger warten. Es ist mir auch völlig egal. Wir warten, bis der Junge ziemlich gut auf 10 Stunden kommt. Also jetzt ungefähr. Und dann schlafen wir ihn einmal 10 Stunden aus. Dann ist es zwar mitten am Tag, aber das macht nichts. Gute Nacht. So, inzwischen ist es Mittag. Die sind so schwer. Das kann gar nicht sein. Ach, wir haben noch reichlich Holz dabei.
Gut, ein paar Prozent haben wir mehr. Und wir haben Sonnenschein. Okay, wir lassen alles Holz hier. Ja, wir haben jetzt die Klettenwurzel noch nicht geholt. Oh, ich habe die Krähenfedern vergessen. Dann tue ich die auch mal hier rein. Die Fackel, die ausgegangen ist. Wir haben ein bisschen Öl gewonnen, aber das lasse ich jetzt auch da. Ich denke nicht, dass wir den Hammer noch brauchen, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Wasser. Die Kleidung ist auch in keinem guten Zustand. Okay, hiervon brauchen wir nicht so viel. Dann legen wir mal 4 ab. Dann müssen wir leider rausgehen. Und wir legen hier 12 ab. Und ich lege mal einen Schwung Streichhölzer ab, denn das ist viel zu viel erstmal. Wir lassen auch noch die Klettenwurzel da. Nein, die Federn nehmen wir mal mit. Okay. Wir müssen erstmal essen. Und dann versuchen wir mal zur Jagdhütte zu kommen. Eventuell müssen wir unterwegs ein Feuerchen machen. Und ich hoffe, dass die Wölfe auf dem See rechts nicht wieder da sind. Im Gegensatz zu den Bären. Ja, das mit dem Angeln hat gut geklappt. Auch wenn es nur 2 Fische waren. Aber wir haben trotzdem einiges erstmal an Vitamin C essen können. So, darüber müssen wir. Vielleicht rennen wir auch ein bisschen. Okay, der Wind lässt ein wenig nach. Wir haben auch nicht unser Unterhemd an. Das können wir zum Glück einfach drunter stopfen. Okay, wir lockern zumindest nichts an. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht den Elch oben haben. Wir machen mal wieder zu, nur falls uns was folgt. Ja, deswegen musst du rennen, Junge. Es müsste auch einen Rennentrink geben, wo man dann besonders viel rennen kann, wenn man den getrunken hat. Okay. Wir sind bald da. Wir haben nicht wirklich viel Holz gefunden. Wir könnten einen Abstecher in der Höhle machen und wahrscheinlich ist das sinnvoll. Vor allem, weil wir da vorne Wölfe haben. Da müssen wir echt aufpassen. Halt, das Stöckchen kommt mit. Unten gibt es Rohrkolbenstängel. Bitte gehen Sie weiter. Was ist das denn wieder? Na, wenn ich das probieren würde, dann würde ich aber vornüber fallen. Nanu, ach, hier liegt ein Reh. Das lassen wir erstmal in Ruhe. Uns interessiert vor allem die Temperatur, die hier hinten gut ist. Und wir haben Holz. 3 Tannen. Und sonst nichts. Auch keine Kohle. Na gut. Ich schau mal, wir müssten eigentlich die Nadeln zusammenbasteln. Dann trinken wir noch etwas und warten, bis wir warm sind. Er kommt wieder mit.
Und jetzt versuchen wir noch in die Jagdhütte zu gelangen. Oh, hier gibt es Holz. Das lassen wir uns nicht entgehen. Und diese Nadel lesen wir auch auf, auch wenn es sehr schwierig ist, meiner Gicht das zu treffen. Hier gibt es noch einen Hirsch. Und Federn. Inzwischen ist es auch nicht mehr ganz so kalt, weil es nicht mehr so stürmt. Und es kann der Elch hier sein, wie man sieht. Wölfe. Zwei Stück. Auch da ein Hirschkadaver und ein Mensch. Wir nehmen mal wieder den Bogen. Das muss mit dem Wolf besser klappen. Nein, kein Elch zu sehen. Der andere Wolf hat mir Angst. So, der hat für dich gereicht. Nein, der ist auf Jagd. Da müssen wir hinterher. Da hat ein Schneehuhn gejagt. Probieren das von hier aus. Und da kommt der Schneefall hinzu. Sehr schön. Ja, der Elch, der könnte da sein, aber ist er nicht. Dafür haben wir jede Menge Blätten. Und wir zeichnen das ein. Ui, das ist aber richtig viel geworden. Das war doch gar keine Polaroid-Stelle. Sehr schön, du hast beide Wölfe drin. So gehört sich das, aber das kommt später. Zumindest habt ihr jetzt Ruhe. Falls der Elch dann doch kommt, dann können wir uns darum kümmern. So ein Elchfell ist was Feines. Ein Schlüssel. Zur Erinnerung. Unbedingt in Dons Schließkassette schauen. Wer ist denn Don? Wo ist denn das? Ach, das ist auf dem Hochweg. Und den Schlüssel darf man nicht vergessen, sonst kriegt man das nicht auf. Okay, das andere Auto noch. Da war nichts drin. Hinten sieht es übrigens auch leer aus. Und vorne auch. Okay. Hier ist vermutlich nichts. Ich glaube nicht, dass es zwei Notizen hier gibt. Eine Batterie fehlt hier auch. Okay. Dann gehen wir mal in die Hütte. Vielleicht taucht dann der Elch auf. So, wir sind da. Das können wir nicht mehr lernen, wenn ich das richtig weiß. Ja, es sind viele Skills auf Level 5. Eigentlich fehlt nur Flicken und Eisfischen. Ein Gewehr fehlt sowieso. Ja, hier gibt es reichlich Feuerstellen. Eine Pfanne. This'll come in handy. Streichhölzer und Öl. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir auch das Mehl dazu. Das ist zwar kaputt, aber das zählt. Und die Breierhauspastete. Eine Pastete, die das Herz jedes Fleischliebhabers höher schlagen lässt. Perfekt für die Mittagspause. Ja, genau, das stand da. Da kommt einiges an Fleisch rein. Und die Pastete macht man natürlich in der Pfanne. Wir brauchen Schneehuhn, das hat uns der Wolf gerissen. Ein Kaninchen läuft hier noch rum. Reh liegt auf dem Eis, vielleicht reicht das.
Mehl und Öl haben wir. Sehr schön. Da können wir uns was Leckeres kochen. Mein Freund Dieter, der ist auch immer so einer. Wenn da nicht ordentlich Fleisch auf dem Teller ist, dann ist das kein richtiges Essen. Der Tisch sieht leer aus. Hier haben wir noch Ahornsirup. Der ist kaputt. Mit dem kann man aber dennoch kochen. Dann gibt es halt kaputtes Essen. Ja, mehr sehe ich hier nicht liegen oder stehen. Aber das ist normal. Wir gehen mal in den Keller und gucken mal hier durch. I wonder who owns this stuff. Wer wohl die Tanne besitzt? Eine Kartoffel. Doch eine Kartoffel. Und ein paar Möhren. Und ein Schlafsack, der kaputt ist. Das ist sehr bedauerlich. Den können wir jetzt nicht mehr reparieren. Hier gibt es auf jeden Fall einiges an Holz und Metallschrott. Okay. Naja, viel ist das nicht. Das Hufeisen. Das sieht leer aus, aber dafür haben wir eine Notfallspritze, Junge. Die brauchst du jetzt aber gar nicht mehr. Alles ist leer. Die Schubkarre wäre sehr hilfreich, wenn der Elch da wäre. Okay, ich denke, mehr haben wir im Keller nicht. Dann können wir erstmal wieder ein bisschen was ablegen. Ich denke da speziell an dieses schwere Holz. Naja, und das Buch, das können wir ja eh nicht lernen. Und theoretisch könnten wir die Nadel noch zum Trocknen rauslegen. So, ich lege die mal so, dann sieht man sie besser. Okay, der Junge ist immer noch nicht aufgewärmt. Dann gehen wir mal ins Obergeschoss. Das Bad hat das Seil. This stuff will come in handy. Nanu. Und Rennfahrerhandschuhe. Was macht das bitte in einer Jagdhütte? Das ist sehr verwunderlich. Weiterhin sehr leer. Hinter dem Spiegel ist auch nichts. Gut. Aber um ehrlich zu sein, ich wüsste auch nicht, was uns noch fehlt. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn wir nichts finden. Nein, das ist nur eine Textur. Ja, hier kann man gut schlafen. Warum man aber aus so einer Jagdhütte eine Gerümpelbude macht, das weiß ich nicht. Ja, das ist ja tatsächlich das Bauernhaus im idyllischen Tal. What have we here? Eine Skijacke. Eine Jagdjacke wäre doch was hier. Ja, das Holz wird uns nicht ausgehen. Hier schläft sich es noch viel angenehmer, direkt unter dem Dach. I'm not sure I can carry much more. Anscheinend haben wir sehr viel gefunden. Naja gut, der Junge ist jetzt mal warm. Dann können wir doch mal das Kletterseil anbringen.
Nicht, dass wir hier absteigen, aber wir könnten es. So. Und wir hängen uns jetzt einfach mal dran. Um die Wölfe und die Schneehühner. Naja gut, das Schneehuhn könnten wir nehmen und uns darum kümmern. Aber um die Wölfe kümmern wir uns an einem anderen Tage. Das Wetter ist eventuell noch willig, in einen Blizzard umzuschwenken. Ja, ich möchte dem Jungen einfach heute Nacht nochmal 10 Stunden geben. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich so langsam aufsteigen. Dann haben wir jetzt schon 8 Stunden. Der Tag geht noch ein bisschen. Der Bär geht nochmal los. Dann heißt das, dass es wahrscheinlich keinen Blizzard gibt, oder was? Ja, jetzt ist der Junge müde. So, ich hoffe, das Schneehuhn... Ja, das ist noch da. Das ist sehr schön. Und unser Pfeil. Oh, der ist besser, wenn er auseinandergenommen wird. Den können wir nicht mehr verwenden. Und Schösslinge. Naja gut, es ist einer, aber zumindest immerhin... Ja, keine Sorge. Das kommt noch. Ja, die vielen Kletten. Ja, der Elch macht sich rar, aber ich habe schon wieder Schneehühner gehört. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat mir mein Hörgerät einen Streich gespielt. Ja, wir gehen wieder rein. Wir wollen nicht zu viele Prozente verlieren. Gut. Ich würde gern irgendwo einen Stapel machen. Am besten vielleicht hier bei der Nadel, wo wir Dinge sammeln, die wir jetzt hier nicht lassen wollen, die uns aber erstmal ein bisschen beschweren. Ich denke, das passt soweit. Ja, Medizin wird immer mehr. Dann haben wir noch ein bisschen Holz, die Kartoffeln und die Möhren. Und dann das Schneehuhn, um das wir uns jetzt kümmern werden. So, es ist ja schon angeknabbert von einem Wolf. Deswegen können wir einfach mit der Hand alles rausholen. Oh, der Junge hat Hunger. Ich meine, Hunger nach Wasser. Er weiß auch jetzt nicht, ist es zu schwer oder nicht. So, das passt erstmal. Dann können wir hier noch ein paar Daunenfedern raustun. Ich will mal nach dem Schlafsack gucken, also nicht nach dem. Den können wir nur auseinandernehmen. Wir könnten ihn reparieren. Das wird aber wahrscheinlich nichts hier drin. Und das Wetter sieht auch komisch aus. Hier draußen ist es tatsächlich noch sehr hell und windig. Hier haben wir Windstille. Ist trotzdem sehr kalt. Wir haben schon das Richtige an. It's gonna get a lot colder soon. Nanu, warum hast du die Wollmütze nicht auf? Okay, haben wir vielleicht... Naja, 1 Stunde und 12 ist tatsächlich ziemlich viel. Bei -9 Grad wird das nicht funktionieren. Und wir verlieren zu viel Prozente. Dann gehen wir lieber ans Bett. Moment, das ist diese Richtung. Oh, ja, wir müssen hier links, wo der Schaukelstuhl ist, und hier ist ein Bett. Gut.
dann versuchen wir das. Wenn das nicht klappt, können wir ja uns noch um die kaputten Dinge kümmern, die zu zerlegen. So, den wollen wir nicht zerlegen, den wollen wir reparieren. Es hat geklappt, sowohl von der Erfolgschance als auch von der Zeit. Damit haben wir jetzt wieder einen 86% Schlafsack. Ich weiß nicht, warum der Junge überhaupt so lange gewartet hat. Oh, das dauert 1 Stunde 30. Nein, wir sollten ins Bett gehen, aber vorher müssen wir noch was essen. Vielleicht diesen sehr kaputten Müsli-Riegel. Und ein paar Rohrkolbenstängel dazu. Dann hoffe ich, dass wir am nächsten Tag... Nanu, was ist mit deinem Fuß? Dass wir am nächsten Tag uns um die Wölfe kümmern können und vielleicht beschert uns das Spiel noch einen Elch. So, ich denke, das reicht erstmal. Wasser brauchen wir natürlich komplett und wir trinken jetzt keinen Tee, weil die Prozente gut dabei sind und jetzt am nächsten Morgen umso mehr. Gute Nacht. Und guten Morgen. Das waren ziemlich genau 10 Stunden und wir müssen auch bald Wasser kochen. So, es ist noch sehr früh am Morgen und den nutzen wir, um uns... Moment, wir kümmern uns erstmal um diesen 19% Pfeil. Dass der Junge so wenig Pfeile dabei hat, das ist nicht gut. Dann haben wir diesen 1% kaputten Pfeil. Und da es sowieso zu früh ist, zerlegen wir leider diesen schönen Schlafsack. So, jetzt ist es auch heller. Die anderen Pfeile können wir erstmal so lassen. Die flammengehärteten Pfeile wirken auch bei relativ niedrigem Zustand. Okay, wir gehen erstmal wieder nach unten und lege noch ein paar Dinge ab. Es klingt auch ziemlich windig draußen. So, wir haben noch mehr Krähenfedern und die Daunen legen wir jetzt auch erstmal raus. Zusätzlich brauchen wir nicht so viel Stoff. Okay. Naja, die Stöcke sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Wie viel Holz gibt das? 45 Minuten, 6 Altholz. Okay, falls wir noch mehr brauchen. Wir gucken mal nach dem Wetter. Ja, das ist kein schönes Wetter und es sieht auch nicht danach aus, dass der Elch da ist. Wir versuchen aber zumindest mal an dem Wolf erstmal ein bisschen Fleisch zu holen. Oh, das ist sehr kalt. Minus 24 Grad. Oder wie man in Kanada sagen würde, ein milder Sommer. So, da gibt es reichlich Federn. Und hier, was geht denn am schnellsten? 24 Minuten. Naja, das tut jetzt ein bisschen weh. Es schneit noch immer. Nein, das war kein Stock. Okay, lass uns erstmal hineingehen. Gut, dann haben wir das Fleisch schon mal hier. Und wir werden jetzt einfach Holz gewinnen. Wir machen das mit dem Hammer. Das funktioniert ziemlich genau. Okay, auch das werde ich jetzt erstmal hier wieder ablegen. Ja, das Wasser wird langsam immer knapper. Okay, wir versuchen den nächsten Wolf. Es schneit noch immer, diesmal allerdings etwas stärker.
Dann hoffen wir, dass wir hier im Windschatten an den Wolf kommen. Oh bitte, wir sind doch schon an der Pfote. Doch er ist da. Manches Mal ist er nicht da. Oh, es funktioniert. Das bringt uns ein paar Prozente. So, da ist der Wolf noch rot geworden. Oh, das sieht aber nach ungutem Wetter aus. Aber zumindest haben wir jetzt Wolfsfleisch und ich denke, wir werden den Ofen anmachen, damit wir Wasser kochen können. Ja, aber gleich wieder doch. Okay, also wir haben einen Topf und eine weitere Pfanne. Holzkohle brauchen wir hier nicht. Nein, ich wollte die Pfanne platzieren. Da hinten habe ich doch hingezeigt. Jetzt machen wir Feuer. Moment. Dieses Buch können wir verwenden. Andere Richtung. Haben wir Zunder? Nein, anscheinend nicht. Wir nehmen den 7% Feuerstahl. Ja, wir kennen das Buch im Prinzip. Das geht wieder sehr flott. Es ist doch schon fertig. Wir nehmen mal Altholz. Gut. So, das ist für den Hunger zwischendurch. Und hier hinten machen wir jetzt einfach in jedem einen Liter Wasser. Sehr schön. Dann werden wir weiter mit dem Hammer weitermachen. So, hier ist es jetzt sauber und alles ist fertig. Das machen wir gleich. Und hier hinten wieder ein Liter. Das Feuer geht lange genug. Gut. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Holz brauchen, aber wir können uns mal um diese Kisten kümmern. Ach so, ich wollte noch essen. Das ist wichtig. Das draußen klingt jetzt nach Blizzard. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben erstmal hier drin. Gut, wir können uns auch um diese Kiste kümmern. Jetzt wird alles fertig. So. Einen Wolf haben wir noch. Und dann machen wir weiter Wasser. Ich denke aber, dass das dann reicht. Das sieht auch hier recht gut aus. Und wir werden natürlich die Fackel verlegen. So, ich möchte mal kurz einen Blick hinauswagen, ob es immer noch stürmt. Ja, leider schon. Okay, dann wüsste ich jetzt erstmal nicht, was wir machen sollten. Wir könnten natürlich weiter aufräumen. Hier zum Beispiel. Dann stolpert man nicht mehr so schlimm. Das Feuer ist jetzt fertig. Na, das nenne ich mal einen guten Vorrat Holz. Da kann der Winter kommen. Ach, es hat nicht funktioniert. Okay. Außer das Wasser. Das muss dann aber nur ein oder zwei Minuten gewesen sein. Something's gotta go. Na gut, da kann man sich ja später nochmal drum kümmern. Ich werde jetzt erstmal hier was rauswerfen. Wir brauchen ja nicht so viel.
legt immer kleine Flaschen mit raus. Ich weiß nicht, warum er das tut. Okay, ich könnte theoretisch nochmal schauen, ob es vielleicht doch noch irgendwo was gibt. Oder, falls wir noch Teile basteln wollen, das weiß ich nicht, ob der Junge das möchte. Dann könnten wir theoretisch zum Beispiel dieses kleine Regal auseinandernehmen. Ich denke, der Blizzard wird noch eine Weile gehen. So, dann haben wir jetzt auch genügend Metallschrott. Dann sind wir gut vorbereitet. So, bevor wir aber weitermachen, schauen wir erstmal wieder, wie es um das Inventar aussieht, weil ich denke, das müssen wir nicht immer alles mitschleppen. Okay. Ich glaube, wir haben noch eine Tanne. Nein, es waren Stöcke. Ja, die können auch hier bleiben. So, jetzt sollte es draußen weniger stürmisch sein. Naja, zumindest kein Blizzard. Okay. Okay, der Schneefall hört auf. Leider ist der Elch noch immer nicht da. Ich würde mich aber um zwei Dinge gerne kümmern. Jetzt, wo es stürmt, vielleicht erstmal um Kaninchen. Und falls es dann irgendwann ruhiger wird, dann noch um den Hirsch. Wir brauchen nämlich einen Kaninchenpelz für unsere Handschuhe, habe ich gesehen. Und hier habe ich auch gesehen. Ich will auch gerade mal schauen, wie es um die Mütze aussieht. Die ist noch gut in Schuss. Aber hier? Ja, wir müssen hier reparieren. Nanu, es sind keine Kaninchen hier. Ich weiß aber, wo es welche gibt. Drüben bei der Höhle. So. Die Stöcke können wir alle verwenden. Und noch mal ein paar Nadeln. Ich gucke auch immer gleich, ob hier noch ein paar Schösslinge stehen. Aber bisher haben wir nur einen Ahornschößling gefunden. Na, sehr schön. So, da drüben müsste ein Kaninchen sein. Das Gute ist, der Junge ist auf Level 5. Da könnten wir uns eventuell ranschleichen, aber ich sehe noch immer keine Kaninchen. Die sind alle ausgebüxt. Ach, da drüben habe ich was gesehen. Zumindest dachte ich das. Doch, da hoppelt was. Es ist sehr viel Gras hier. Da sieht man nicht sehr viel. We need to find some place to escape this cold. Ich höre es hoppeln, aber ich sehe nichts. Da kommt es. Gut. War es nur eines? Nein, anscheinend waren es zwei. Ja, es wird kalt, Junge.
Naja, gut. Wir könnten nach da drüben hoppelt es. Wir können ja mal gucken, ob an der Jagdhütte ein neues ist. Die Hirsche lassen wir erstmal. Es ist noch zu windig. Freezing. Der Junge ist anscheinend aus Ostfriesland. Dann muss man ihn natürlich anders grüßen als guten Morgen. Wir schauen mal, ob die Kaninchen dort drüben aufgetaucht sind. Ach ja, an der Leiche waren wir noch nicht. Naja, das war irgendwie klar. Nein, das sind alles Steine. So. Ich sehe da drüben keine Kaninchen. Und der Tag ist fast auch vorüber. Doch, ich sehe eines. Ja, noch eine Nacht, Junge, und du hast deine Prozente zusammen. Der Schlaf sieht schon wieder gut aus. Das war zu hoch. Das war zu tief. Nein, lass es lieber. Noch mehr Nadeln. Da drüben hoppelt es. Sehr schön. Die Schneehühner sind auch da, aber ich denke, wir haben erstmal genug Daunenfedern. Außerdem dauert das Ausnehmen immer sehr lange. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich übergebe das wieder dem Jungen. Der darf dann weitermachen. Wir haben hier die zwei Kaninchen, die wir auf jeden Fall noch auseinandernehmen werden. Das könnte auch heute noch klappen. Und dann muss das natürlich trocknen, bevor wir das verarbeiten können. Das heißt, wir werden uns noch ein Weilchen hier aufhalten. Wir könnten aber noch die Hirsche auseinandernehmen. Dann hätten wir auch Hirschfelle. Und wir hätten ein bisschen Zeit draußen verbracht. Ja, und dann können wir mal gucken, ob wir diese Pastete machen, von der der Junge geschwärmt hat. Diese Breierhaus-Pastete. Die machen wir auf jeden Fall. Ich denke, wir haben alles da. Ansonsten können wir auch noch gucken, ob wir noch weiteres jagen. Auf jeden Fall haben wir Öl und Mehl. Das ist gut. Dann können wir unser sehr leckeres Essen machen. Da freut sich der Junge. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Geht raus in die Landschaft und genießt die Natur und vor allem den schönen Herbst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.